Segelmanöver Folge 2. Nach der Wende ist die Halse das zweite Standardmanöver, das jeder beherrschen sollte. Doch viele fürchten sie besonders bei stärkerem Wind. Wir wollen euch mit dieser Anleitung die Angst vor der Halse nehmen. Wozu brauchen wir die? Normalerweise bei der Halse, klar, kommt der Wind von hinten. Und wir brauchen sie eben, weil uns teilweise einfach der Kurs dazu zwingt. Klar, wenn ein Ziel genau in Lee liegt, könnte man es auch genau in Lee ansteuern. Mit jedem Boot kann ja platt vor dem Wind segeln, aber es ist ein sehr unruhiges Segeln. Wenn ich als Steuermann ganz genau vor den Wind gehen muss, muss ich ständig genau kontrollieren, dass der Kurs auch wirklich stimmt. Der Wind dreht ja aber auch immer ein bisschen. Also muss sehr, sehr aufmerksam steuern. Deswegen ist es eigentlich viel einfacher, einen tiefen Raumschutzkurs zu fahren, weil dann sind beide Segel umströmt. Auch die Genua steht, die fällt nicht ein. Sonst, wenn ich Plattformlacken fahre, müsste ich ja Butterfly, einen sogenannten, machen, also Schmetterlingssegeln, die Genua mit nach Louvre nehmen. Aber auch das ist sehr intensiv für den Steuermann. Er muss da sehr aufpassen und eben auf einem tiefen Raumschutzkurs kann er sehr entspannt steuern. Der bedeutet aber, dass ich kein Ziel in Lee treffe. Das heißt, irgendwann muss ich den Kurs ändern, auf den anderen Bug gehen, quasi vor dem Wind kreuzen, mit dem Heck durch den Wind. Nennt sich auch Shiften oder eben Halsen. Und deswegen heißt eben das Manöver so, dafür brauchen wir die Halse. Es kann auch schlichtweg sein, dass es enge Fahrwasser sind, wo ich ab und zu mal hin und her muss, weil der Wind gerade so steht, dass ich es nicht treffe. Also die Halse gehört zu den Standardmanövern und sollte auch auf jeden Fall beherrscht werden. Und es ist eigentlich auch fast immer ein sehr sicheres Manöver, außer wenn es richtig, richtig viel Wind ist. Da kann es ein bisschen haarig werden. Da kann man sich überlegen, ob man vielleicht die Kuhwende fährt, auf die wir ganz zum Schluss in diesem Video nochmal eingehen. Ansonsten ist bei der Halse eben wichtig, dass gerade in der Vorbereitung und im Ansatz der Steuermann sehr, sehr konzentriert steuert, dass es eben nicht zur sogenannten Patenthalse kommt, dass der Großbaum also unkontrolliert früher schon rüberkommt, als man es eigentlich will. Das kann zu unkontrolliertem Verhalten des Bootes führen und kann auch zu Verletzungen führen. Zur Vorbereitung der Halse ist es wichtig, dass man sich erstmal genau mit der Crew abstimmt, ob man alles alleine macht, ob einem jemand hilft, was derjenige macht und wann der das macht. Das heißt, dazu gehören eben die richtigen Ansagen, dass man eben sagt, eben die Kommandos vorher klärt, wie klar zur Halse, das heißt, dann es wird alles vorbereitet, dann abwartet, dass der Vorschoter oder das Crewmitglied auch wirklich sagt, ist klar. Dann hohl dicht für das Großsegel, kommen wir noch zu rund 8 dann als Kommando, jetzt macht der Steuermann was. Dann ganz wichtig, wie ich finde, nochmal ein Ruf vom Steuermann, Baum kommt, dass wirklich jeder nochmal den Kopf runternimmt, weil wenn so ein langer Großbaum mit mehreren Metern hier einmal, wenn die Falze falsch gefahren wird, übers Deck fegt, da rollen Köpfe, wie man so schön sagen würde. Ja, und dann nach der Halse wieder Schot los, Kurs liegt an. Genua über. Denn bei der Halse ist es wichtig, dass wir uns erstmal aufs Großsegel konzentrieren. Die Genua können wir normalerweise weitestgehend erstmal vernachlässigen. Die findet erst im Anschluss an das Manöver statt. Wichtig ist auch, Handschuhe zu tragen. Hier sind teilweise müssen hier sehr viele Schotmeter gemacht werden, vor allem ausrauschende Schotmeter. Das läuft viel Tauwerk, schnell mit auch ein bisschen Widerstand durch die Hände, da ist sonst schnell immer die Haut ab oder es gibt Verbrennung. Deswegen Handschuhe tragen. Auch ganz wichtig, Vorderhalse das Revier in Lee checken. Das heißt, als Steuermann, wir fahren ja jetzt, Wind kommt leicht von, kommt Luft von 8 an, also wir fahren Raumschutz. Wollen da so ungefähr hin, wir fahren jetzt da, wollen da hin. Das heißt, diesen Raum in Lee einmal abscannen, ist denn da frei überhaupt? Kann ich da überhaupt hinfahren? Und gleichzeitig solltet ihr den Raum nach Louvre auch im Auge behalten. Denn kommt es bei starkem Wind nach der Halse zum Sonnenschuss, sollte man dann niemandem vor den Bug fahren. Die Halse wird mit langsamem Abfallen eingeleitet und dieses Langsame ist tatsächlich wichtig. Der Steuermann sollte jetzt keine hektischen Ruderbewegungen machen, weil die Crew ja vielleicht noch gerade die Position sucht, sich erstmal noch vorbereitet, Schoten klariert. Wenn man jetzt hektische Bewegungen macht, können die auch schnell mal den Halt verlieren
und sich dabei verletzen. Dann eben, wie gesagt, langsam abfallen bis fast vor den Wind. Noch nicht ganz genau bis vor den Wind, weil, wie schon erwähnt, da ist es sehr, sehr schwierig, wirklich Plattformlaken zu steuern. Langsam, das machen wir jetzt, langsam abfallen, und ein ziemlich guter Indikator ist, wann man weit genug abgefallen ist, bis die Genua anfängt einzufallen. Dann ist sie nämlich im Windschatten des Großsegels. Und das heißt ja dann schon, der Wind kommt von hinten. Der Windschatten des Großsegels wandert immer weiter vorlich und trifft irgendwann die Genua, bis sie wie jetzt anfängt einzufallen. Jetzt merke ich, Genua hat keinen Druck mehr, ist also im Windschatten des Großsegels. Diesen Kurs kurz halten. Und jetzt ist es eben wichtig, dass man nicht den Großbaum mit einmal hier rüber fallen lässt, weil dann macht er einen Riesenweg, kann einen Riesenschwung holen, kann Crewmitglieder verletzen, Beschläge können ausreißen, da entstehen meistens die Schäden dann, sondern dass man eben erstmal langsam die Großschot dicht holt und dann durchhalst. Wichtig ist auch, wenn man einen Bullenstander jetzt gesetzt hat, um eben zu verhindern, dass der Großbaum, wenn man mal zu tief wird, von alleine rüberkommt, eben die Patenthalse, dann muss der jetzt natürlich gelöst werden. So, man kann natürlich auch hoch in den Verklicker immer mal gucken, und wenn der richtig eingestellt ist, unser ist hier leider ein bisschen verbogen, was eben häufig passiert, wenn die Fahnen aber richtig eingestellt sind, ist ein ganz guter Anhaltspunkt so, dass die Windfahne über der luftwertigen Anzeige, über dem luftwertigen Stiftchen da steht. So, dann kommt das Kommando vom Steuermann, klar zur Halse. Muss deutlich abwarten, die deutliche Ansage von allen Crewmitgliedern, die mitmachen, sie sind wirklich klar. Und das muss abgewartet werden, vorher nichts machen. Wenn dieses klar gekommen ist, diesen Kurs halten, hol dicht Großschot. Jetzt wird die Großschot eben dicht geholt und das hat einzig den Zweck, dass eben man erstens nicht so weit abfallen muss, damit das Großsegel wirklich umklappen kann, nachher shiften, und damit der Großbaum nicht so einen wahnsinnigen Weg macht. Jetzt ist die Halse komplett vorbereitet und wird weitergefahren. Wenn ein Traveller vorhanden ist, also anders als hier ist ja ein fester Fußbeschlag, wenn man einen Traveller hat, diesen möglichst mittig stellen und beide Enden des Travellers belegen, dass der nicht nach der Halse, weil normalerweise ist ja nur Luft belegt, Lee ist leer, und wenn Lee zu viel Weg hat, kann der Traveller nach der Halse komplett den Weg auf der Schiene fahren. Und wenn da, erstmal kann es auch wieder brechen, weil er natürlich mit richtig Karacho in die Stoppe einrauschen kann. Aber auch wenn da jemand eine Hand hat oder auch einen Fuß und der Traveller dagegen, gerade mit Fingern da in der Gegend, das kann sehr schmerzhaft sein. Also Traveller mittig belegen. Dieser Moment, kurz bevor jetzt das Großsegel umschlägt, ist auch für den Steuermann nochmal ein sehr kniffliger Moment, weil das Segel jetzt eigentlich fast von der falschen Seite umströmt wird und die Yacht stark anfängt zu rollen und komische auch Kursbewegungen zu machen. Deswegen jetzt in diesem Moment nicht zögern. Die Großschot ist dicht gezogen und jetzt muss das Manöver wirklich durch einmal rund durchgefahren werden. Deswegen kommt auch nochmal die Ansage rund achtern, dass die Crew weiß, jetzt passiert es wirklich. Und jetzt, wie gesagt, nicht zögern. Wichtig auch nochmal bei der ganzen Geschichte ist, die Halse immer in höchstmöglicher Fahrt machen. Je schneller das Schiff ist, desto geringer ist der Druck in den Segeln. Sogar im Surf, das merkt man manchmal bei schnelleren Jollen, wenn man Wellen runtersurft, kommt der Großbaum schon von alleine nach innen, weil man schon allein durch die Fahrt genauso schnell ist wie der wahre Wind, kommt der scheinbare Wind also genau von vorne. Also das Kommando heißt rund achtern, wir gehen durch und jetzt kommt gleich dieser Moment, wenn der Baum kommt. Deswegen sagt man nochmal, Baum kommt, um wirklich jedem Bescheid zu sagen, hallo, hier passiert jetzt was, Birne runter. Und jetzt hört man schon, was hier, zwar ein durchgelattetes Großsegel, auch deswegen, aber was hier gerade an Kraft entstanden ist. Und das sich vorzustellen bei noch mehr Wind, kann wahrscheinlich jeder. Und deswegen haben wir eben vorher die Schot dicht genommen, damit hier nicht der Baum wahnsinnig rüberfliegt. Dann kommt das Kommando wieder, rund achtern. Steuermann fällt jetzt wirklich beherzt ab, damit das Manöver schnell durchgefahren wird, wir nicht zu viel Fahrt verlieren, wir nicht in diesem komischen Schwebezustand bleiben. Jetzt kommt der Baum und jetzt geht es ums Stützruder. Jetzt direkt, wenn dieses Klacken zu hören war, also wenn das Segel wirklich drüber ist, bewusst einmal kurz abfallen, bis man merkt, die Yacht hat darauf reagiert, die hat dieses Ruder angenommen. Dann wieder
mit Schiffs und den Kurs halten. Nicht zu weit abfallen, dass das Segel nicht wieder durchhalst. Aber dieses Stützruder ist wichtig, denn wenn man das nicht macht, kann die Yacht ziemlich unkontrolliert direkt anlaufen und in den Wind schießen. Das können wir gleich noch mal gucken. Wir haben jetzt ein bisschen wenig Wind, aber wir machen mal bewusst kein Stützruder jetzt. Jetzt zeigen wir das noch mal, das Ganze ohne Stützruder, wenn ich die Halse eben zu beherzt fahre und kein Stützruder gebe. Sieht man erstmal, kommt richtig Lage hier rein und das bei noch mehr Wind, sieht man hier schon allein durch die starke Krängung wird die Yacht ja extrem luftgierig und schießt mir im Zweifelsfall sogar in Wind oder durch, dass ich eine komplette Drehung hier fahre. Deswegen ist dieses Stützruder, einmal dagegen gehen, ist so wichtig. Nach der eigentlichen Halse, denn die ist jetzt ja eigentlich fertig, sobald der Großbaum umgeschlagen hat und das Segel umgeschlagen ist, müssen wir eigentlich nur noch die Yacht wieder neu trimmen für den neuen Kurs. Das heißt, der Steuermann sagt, Kurs liegt an, Großsegel auf. Das heißt, jetzt die Großschot vieren, bis sie eben wieder richtig draußen ist, wie sie auf dem alten Bug war. Und als letztes, wir sehen ja jetzt schon, die Genua hat nicht viel Druck gehabt. Auch hier wieder sehr leichter Wind. Jetzt kann die Genua geschiftet werden, ganz in Ruhe. Genua über. Und wieder ordentlich hintrimmen. Bei sehr viel Wind und wenn ich wenig Seeraum vielleicht nach Lee habe, enge Fahrwasser oder so, ist es sehr wichtig, eben nicht nur das Stützruder zu geben, damit ich den Kurs halte, aber da kann es passieren durch diesen Impuls, der bei der Halse entsteht, dass wenn das Großsegel nicht schnell genug aufgemacht wird, das sollte sofort, wenn der Großbaum rüberkommt, sollte das Großsegel wieder aufgemacht werden und schnell gefiert werden. Das muss, je mehr Wind kommt, eigentlich umso schneller passieren, weil sonst kann es mir passieren, wenn ich ein bisschen zu quer schlage vor dem Wind, dass ich dann zu viel Krängung kriege und das Boot nicht mehr beherrscht kriege. Und da ist es durchaus möglich, zumindest bei so einer Anordnung, auch wie wir sie haben, wenn das Cockpit auch relativ frei ist, wenig Crewmitglieder, Schot muss klar liegen, dass man die Schot einfach ausrauschen lässt, sie nach der Halse, nach dem Dichtholen einfach loslässt und rauslässt. Das heißt aber auch, dass ein Stoppknoten drin sein muss, der vor dem Wand den Großbaum begrenzt, damit er nicht ins Wand meinetwegen reinballern kann. Aber das ist sowieso meistens gar nicht möglich, weil die Schoten ja meistens gar nicht so lang dann sind oder kurz vorher sowieso aufhören. Aber eben, wie gesagt, dieses schnelle Rauslassen, das kann sehr wichtig sein. Und das zeigen wir jetzt einmal noch im Durchlauf, dass eben gleich nachdem der Baum kommt, die Schot einfach losgelassen wird und der Baum geht raus und lässt den Druck raus sofort. Klar zur Halse. Klar. Ich falle langsam ab, bis die Fock einfällt. Das tut sie jetzt. Großsegel dicht. Rund achtern. Baum kommt und weg damit. Da sieht man schon. So, jetzt, ich habe bewusst nicht gleich Stützruhe gegeben, weil wir sehr wenig Wind haben, aber jetzt eben wirklich raus, raus, raus. Das Loslassen hat hier im Moment nicht so viel gebracht, weil hier die Schot ist sehr stark untersetzt, läuft relativ schwer. Die ist gar nicht von alleine rausgegangen. Aber das kann eben bei viel Wind nötig sein, dass man sie einfach loslässt tatsächlich. Eine Alternative zur Halse bei sehr viel Wind oder auch sehr viel Seegang kann die Kuhwende sein. Denn dieses Abfallen und einen Augenblick vorm Wind halten, gerade mit dicht geholten Großsegel, ist eben nicht so einfach zu steuern. Und da ist eben die Kuhwende relativ einfach zu fahren. Es ist nichts weiter als eine Wende, bei der das Großsegel noch nicht mal bedient werden muss. Das bleibt so stehen, wie es ist. Nur die Genua muss dann, wenn die Wende stark, schnell gefahren wird und wenn die schon sehr weit durch ist, die Wende erst dann, muss die Genua auf dem neuen Bug auch wieder dicht geholt werden. Ist also eine ganz gute Alternative. Man kann sich auch überlegen, vorher die Genua sogar zu bergen, einzurollen. Dann hat man noch weniger zu tun. Dabei kann eben nicht sehr viel passieren, weil die Yacht schießt in den Wind, schießt durch den Wind mit offenen Segeln, schnell wieder abfallen, um
den Druck von der Seite eben zu verringern, wieder den Druck von hinten zu kriegen, um auf den neuen Kurs zu gehen. Sonst kann es sein, dass man gar nicht wieder zu viel Fahrt verliert und gar nicht wieder abfallen kann. Dann muss man erst wieder die Segel dicht nehmen und Fahrt aufnehmen, um dann abzufallen. Aber ist es eben insofern ein relativ sicheres Manöver, weil man eben in den Wind schießt. Und wenn es schief geht, ja, was soll groß passieren? Wenn man nicht durch den Wind kommt, dann fällt man eben wieder ab, muss da wieder Fahrt aufnehmen. Also es kann da relativ wenig passieren, wogegen beim Runtergeigen vor dem Wind doch tatsächlich ein bisschen mehr passieren kann. Und die Kuhwende fahren wir jetzt mal eben. Klar zur Wende. Klar. 3, 2, 1, Re. Ich lufe stark an. Schieb die Yacht möglichst schnell durch den Wind. Jetzt ist schon der Druck aus den Segeln raus. Die Segel kommen über und schnell wieder abfallen. Hier haben wir gerade gesehen, wo eine Gefahr ist, wenn der Block natürlich lose ist. Das gibt auf jeden Fall eine dicke Beule. Und der Großbaum kommt schlagend hier rüber. Da muss man natürlich aufpassen. Liegt aber auch ein bisschen an diesem Cockpit hier, weil das eigentlich sogar dafür vorgesehen ist, dass Steuermann hier möglichst alles alleine machen kann. Aber wir sehen, wie schnell sich die Lage hier gerade wieder beruhigt hat. Die Yacht liegt ruhig auf dem neuen Bug. Wieder Raumschutz auf dem neuen Bug. Und wir können euch versichern, Kollege Fritsch geht es auch wieder prächtig. Und hier noch einmal die Kuhwende von außen. Die Yacht ist auf Raumschutzkurs, luft langsam an, sodass genug Fahrt im Boot bleibt. Dann geht sie durch den Wind. Sollte der Schwung doch nicht ausreichen, die Segel dicht nehmen. Ansonsten kann die Genua Bug stehen bleiben. Nachdem die Yacht durch den Wind gegangen ist, weiter abfallen, bis der gewünschte Kurs anliegt. Dann die Segel trimmen. Das waren jetzt die Grundlagen zur Halse. So wie wir sie hier auf diesem Boot eigentlich machen konnten. Wir versuchen da immer möglichst viel zusammenzufassen. Es gäbe noch wahnsinnig viel mehr zu sagen bei verschiedenen Schiffstypen und so. Wenn ihr noch Tipps habt, Anregungen, was man bei der Halse beachten kann, wie man sie vielleicht besser fahren kann, super gerne ab hier in die Kommentare damit. Wer die Manöverwende und Halse noch einmal mit allen Tricks und Tipps nachlesen will, kann das auf 11 Seiten in der Yacht 4 2021 tun. Und in unserer nächsten Folge zeigen wir, wie ihr richtig rafft.